Puh, what's up, my people? It's your boy, Mejor the Flyers, yes, sir. Ey, wir sind wieder back mit der Reaction. Heute wieder mal Reaction, Best of Bachelorette 2022. Heute haben wir Folge 5. Für die, die letzte Folge schon gesehen haben, die ist ein bisschen sass gewesen, no cap, Alter. Ich hoffe mal, dass wieder ein bisschen eine normalere Folge, oder sagen wir, eine lustige Folge. Yes, sir. Ich fache da lang rum, wir spielen gerade das Video. Yes, sir. Liebe Freunde vom Trash-TV, herzlich willkommen bei der fünften Folge von der... Ein Shoutout nochmal an Lisa, he? Merci, dass sie die Videos macht. So haben wir auch Content zum Reacten. Yes, sir. Bachelorette. Und als ob die vielen Challenges in den letzten Wochen nicht schon genug gewesen wären, fangen wir die Folge an mit dem Kartonbootrennen. Die Männer haben müssen nach Vorlage ein Okay. Kartonbötli bauen und da hat es die einen oder anderen Schwierigkeiten gegeben. Aber wir haben echt kein Maßband. Ich würde sagen, das ist ein Meter, oder? Woher ist der immer noch dort, Alter? God damn. Das Ding? Ja. Ja, nein, das ist kleiner als es ist. Oh, Ja, weh, ist nein. klein. Nein, nein, Das hör heißt, auf, die hör ganze auf, Länge ist hör ein auf. Meter. Aber dass Männer beim Abmessen von gewissen Sachen sich gerne mal ein bisschen überschätzen oder aufrunden, ist Ey, grundsätzlich yo. jetzt mal nichts Neues, oder? Nein, aber das. Joa. Ey, wir sind immer. Wir wissen, wie gross unsere Sachen sind. Okay, wir tun da nichts grösser oder kleiner Und doch machen. keine 2 Meter da. Nein, das sind 2,50 Meter. Ja, das ist etwas weniger. Schon, leg mal neben dran, dann können wir sehen, wie viel das ist. Und wo das Boot dann mal gestanden ist, ist natürlich um die Kreativität und ums Dekorieren von dem Teil gegangen. Und da hat sich der Dino beim Ausleben von seiner Kreativität besonders wohl gefühlt. Kreativität, das ist so meins. Was Ich ist habe das das? schon in der Schule geliebt, wenn man einfach so. Stürmische Love. Nigga, you dumb? Bro, was ist das? Bro, bist du ein Kind hier? Bro, what the fuck is this? Haben. Stürmische Love. Molet einfach mal oder molet zu dem und dem Thema, dann bin ich auch für mich am besten noch mit Musik. Das ist der Teil, den ich gerne mache. Bro, Stürmische der Love, dachte, der ist also stürmische Picasso, Liebe. Alter. Weil ja, Meine das ist. kleine Schwester kommt besser sein als du, Bro. No cap, also. Also weißt du, man muss Geister respekten, aber Bro, also das Bild ist Ja, Trash. du siehst, wo das Date gecrashed hat, war ja auch der Sturm am Toben. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Ja, an das wird sich Julia sicher direkt erinnern. Stürmische Liebe und er hat ja ein Date crashed. Das ist eigentlich das Gleiche. Jan sprüht Julias Namen auf das Boot. Leider komplett falsch. Auf dem sehe ich schon meinen Namen drauf. Wer hat das gemacht? Oh ja, das ist von mir und vom Dino, das Boot. Oh. Ja. Den Namen haben wir aus Karton gemacht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es richtig geschrieben ist. Gut, dass man der Julia ihren Namen jetzt anders schreibt, ist jetzt mal nicht so wichtig. Viel Na. interessanter ist die Art und Weise, wie Geiles. Janis übt. Ey, es ist nicht so schlimm, Alter, weil ich meine, zum Beispiel den Namen Sophia kannst mit F schreiben, kannst mit PH schreiben. Oder zum Beispiel, es gibt noch Sarah mit AH, mit A nur. Ist nicht so schlimm, Y oder? schreibt, daran erkennt man, dass er seine Rap-Texte eher sich so spontan im Kopf ausdenkt, anstatt sie jetzt so anzuschreiben mit den richtigen Buchstaben oder so. Ich weiß nicht, wie man Julia schreibt, vielleicht auch mit 2 Y, keine Ahnung. Ich habe aber eine kleine Schwäche Oh, durch. shit. Oh, ich dachte, sie ist so ein Flash-Ram, aber. Bro, der weißt du noch, wie man Julia schreibt, Bro. Na, Bro, du hast verloren, Bro. Ist gesehen mit dir, Alter. Y, ich Na. weiß nie, wo das Ding unten angeht. Ich glaube, ich bin auf die falsche Seite. Sieger Oh, von dem 29, bra. Kartonbootrennen sind aber der Juri und der Irgendetwas ist Giuliano nicht gut gewesen und sie gelaufen. werden dann noch so eine Cocktailnacht oder so eingeladen, aber das verleitet mich so jetzt ein bisschen dazu, das nochmal umzuschneiden. Sieger möchte ich heute zu mir auf eine Cocktailparty einladen. Und wenn wir das ganze Cocktail probieren, jetzt einfach mal ohne Bild quasi sich nur auf die Ohren gibt, dann tönt das auch schon nach ganz einer anderen Nacht. Ich probiere es jetzt. Der vom Juri schmeckt noch ein bisschen besser, weil er ein bisschen Ja, süßer ist. das ist. Hey, yo, was ist jetzt passiert? Zurück zum Dino. Es ist jetzt langsam Zeit, dass er seine Zweitberufung auch noch den Jungs preisgibt. Und den Moment müssen wir uns jetzt einfach auch noch anschauen. Und das ist halt ein Teil, den ich mache. Und der andere Teil ist. Er ist ein Reiseberater. Ich bin also noch
Callboy. Das ist ein schöner Kracher. Nein, Bro. Nein. Bro, nicht gegen, nicht gegen die, die Callboys sind, Alter. Ey, aber Bro, du bist ein Täter. Sex mit Frauen für Geld. Der Flirtcoach ist Cowboy. Shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, nicht nur beim Längen abmessen, sondern auch bei der Zeit. Der ist ein Tat, Alter. Der ist ein Certified. Da hat Bums für Geld. Pandemic haben gewisse Männer zum Teil ein bisschen Schwierigkeiten. Es gibt Begleitservice für so und so viele Stunden, sagen wir 2 Stunden Minimum. Dann gibt es Sex, mindestens 2 Stunden. Also ist bei mir immer zwei mindestens 2 Stunden. Auf Bibi, Bro. Was gehörst du dir da? Kamagra, andere Liga? Das Verrückteste, was ich als Callboy jemals gemacht habe, ist Sex mit der Ehefrau vor dem Ehemann. Was? Jetzt. Oh mein Gott, Alter, was ist das für ein Sieg, Mann? Was bist du für ein grusiger Sieg? Also ich meine jetzt nicht den Dino. Ich meine, er ist gerade Business am machen, war. Aber der Ehemann, Bro, what the fuck? Ein anderer Nigger, ein anderer grown ass man, fickt deine Frau vor dir, Bro. Und du hast ihr den Ring gegeben, alles. Hochzeit ist wahrscheinlich auf deinen Nacken gegangen. Ey, yo! Genossen, Bro. Er hat gerne zugeschaut. Und der Sex ist toll gewesen. Ach, ich kann das Thema nicht mehr hören. Oh mein Gott. Okay, das lagen wir wieder für ein Zeitchen vom Dino. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann du doch einfach abonnieren und wir sehen uns schon gleich. Ich komme von hinten. Ich komme das Feld von hinten auf, Juri. Und ja, unterschätze mich nicht. Oh, okay. Hey, das war das Video wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yeah, der Dino. Man, er ist Business am machen, aber nicht an der Langstrasse. Ey, check mich aus. TikTok, Insta, Twitch, @mejorfrancisco. Yes, sir. Yeah, it's your boy, and I'm out. Peace.